drücken. Oder war auch nirgends angezeigt. Nein! Eidekreide, mach's gut! Was? Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen wieder mal ein bisschen Lego Star Wars 3 zusammen mit dem krassen Twissy. Hallo! Moin moin zusammen. So, wir waren stehen geblieben, quasi in dem Venator und wollen jetzt die nächste Mission auswählen und gucken einfach mal, was jetzt hier noch so ansteht. Ey, da was Neues, oder? Gab's stimmt, das ja, ist schon System. Geonosis Florum. Kann man da auch hoch? Nee. Ist doch weiter nach links gehen? Waren, glaube ich, noch mehr Planeten. So, okay. Ich glaube, die haben wir irgendwie noch nicht freigeschaltet, kann das sein? Kann ja nicht sein, dass man nur zwei hat. Aber was passiert da? Geht unser Venator da in die Richtung, oder? Irgendwie kann man da was sammeln anscheinend. Bei Antrieb einschalten. Und hier sind wir schon oder was? Ja. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was man da jetzt genau machen kann. Ja, da wird ja auch irgendwie ein goldener Stein und so angezeigt. Also von daher, keine Ahnung. Also hier waren wir ja dann auf Geonosis. Vielleicht muss man hier einfach immer wieder zurückfliegen. Jetzt fliegen wir zu Quell oder was? Aber warte mal, die letzte Mission war ja in Florum. Ja, und da sind wir jetzt ja auch gerade irgendwie. Genau, das sind wir mit dem Venator ja auch gerade dann. Jetzt geht's wieder nach Quell. Ja gut, wir machen auf jeden Fall weiter mit der Count Dooku-Mission hier. Die Bruchlandung. Ich glaube, ich bin dran mit Lesen, ne? Ja. Ah, schade. Okay, schade. Graf Dooku. Kapitel 3. Die Bruchlandung. Steht da immer Graf, das triggert mich. Da soll Count stehen. Count Dooku führt seinen Krieg gegen die Republik an vielen Fronten. Eine von Aayla Secura geführte Flotte der Republik wird von Sternfregatten der Munificent-Klasse angegriffen. Und nun läuft das Jedi-Flaggschiff Gefahr, vom Feind überrannt zu werden. Glücklicherweise gibt es zwei Jedi-Helden, die nicht weit weg sind. Ach schade, ich dachte schon, man kann jetzt Aayla Secura spielen. No joke, real rap gerade. Ich bin so froh, dass du jetzt diesen Text lesen musst. Ich hätte dieses eine Wort nicht aussprechen können. Aber wenn wir Aayla Secura spielen können, dann lasse ich dir auf jeden Fall. Das ist ja dein Liebling, ne? Ah ja, ich finde die mega cool. Da ist es sogar. Die da einfach drauf landen, ey, cool. Aber das war doch gar nicht ein in der Serie war das ja, glaube ich, nicht so. Sind die mit solchen Bohrern da durchgebohrt und dann da reingegangen? Ich bin voll gelangweilt. Oh, da ist auch Ahsoka. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Die Kanonenboote kommen. Ach, wir fliegen erstmal. Oh. Oh, welcher bin ich denn? Du bist rechts, du bist Ahsoka irgendwie. Oder schnell was mit Drücke A. Mit A kann man irgendwie boosten nochmal. Ah ja, genau. Kann man irgendwie nach oben und unten absinken oder fliegt man nur nach... Boah, ist das richtig komisch von der Perspektive gerade. Übel. Hier wird das Blaue angezeigt. Drücke Y, um in der Nähe eines Landefelds zu landen. Okay, Padawan. Dann wollen wir mal. Boah, die hält auch das Licht. Ja, so cool. Das ist richtig cool. Glaubst du, sie kriegt später auch noch zwei Lichtschwerter? Boah, bestimmt, oder? Das wäre richtig cool, ey. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Lichtschwertstil übel. Starkiller hatte das ja auch ganz gerne und das mit einer Doppelklinge auch noch. Aber es ist mit zwei Lichtschwertern. Ja, Mann. Das ist mir geil. Also irgendwas kann man bei diesen Lampen machen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wenn man dagegen boxt, dann drehen die sich einmal so um. Ah, den Dingern hier. Aber ich weiß nicht, was das genau bringen soll oder ob wir da irgendwas machen müssen. Vielleicht bin ich jetzt oder so. Das was? Nee. Haben wir Missionsziel? Ja. Das ist aber nicht die Lichter, die kann mit ihren Lichtschwertern an die Wänden. Ah, hier hinten kannst du hochklettern, wo ich bin. Das ist oben in der Mitte quasi. Ich glaube, von dir aus rechts gesehen. Rechts, okay, ich komme rüber. Ja, aber ich komme da nicht hoch. Warte mal. Können wir hier von links. Ah, ja, hier rüber. Ah, jetzt, okay. Musst du auch können, glaube ich. Von links nach rechts rüber springen. Ach, ja, ja. Klar. So. Ja, hier müssen wir irgendwas zusammenschieben. Das sieht besser aus. Da haben wir das Ding schon. Ah, das ist auch so ein Kit. Kommt man da ran oder braucht man da irgendwas?
Ah, da braucht man irgendwas, was Feuer löschen kann oder so. Das kriegen wir noch nicht. Ich schieb das Teil gerade mal kurz rein. Also Minikits sammeln können wir ja irgendwann nochmal machen, ne? Denke ich. Boah. Ah, da ist sogar ein Feuerlöscher hier. Ah, ja okay, das haben wir jetzt hier geschafft anscheinend. Warte, können wir das auch noch irgendwie drehen, dass er das nach da hinten schießt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ah, da stirbst du, glaube ich, wenn du dagegen springst. Ja. Ja, okay, okay. Vielleicht gibt's auch irgendwelche, die sind gegen Feuer immun, irgendwie, wenn du mit dem Druiden reinfliegst oder so. Ja, stimmt, maybe. So, und weiter geht die wilde Fahrt. Ist mein Kanonenboot? Ich glaube. Da ist der nächste. Der rote Teppich. So, was muss man hier machen? Hier muss ja auch irgendwo so eine Pumpe geben da. Ja, muss es. Alter, wie der den Arm abgeschnitten hat, cool. Auf der rechten Seite ist es nicht. Bei dir irgendwo auf der linken Seite sein. Sammeln hier erstmal gerade ein paar Taler. Ja, mach das mal. Gucken wir hier mal rum. Ah, hier ist vielleicht irgendwas. Ich glaube, hier kann man runter. Ah, okay. Eigentlich ist es ja nach oben. Das müsste ja irgendwie das Feuer löschen hier irgendwie, das von oben runter schießt quasi. Rein theoretisch. Ah, ich habe was gefunden hier drüben. Ah, da kannst du die Macht einsetzen, glaube ich, oder? Ah, da schneide ich jetzt rein. Boah, cool. Aber der Hebel geht noch nicht. Ah, hier muss man bestimmt irgendwas machen. Ja, wahrscheinlich. Ach, der macht die Stromleitung heile, glaube ich, ja. Ah, dann jetzt aber wahrscheinlich. Ja, jetzt wird's auch markiert. Ja, und da oben ist auch die Pumpe, also das ist richtig. Sauber, dann ab ins Kanonenboot. Hast schon so ein bisschen Auge auf deinen Charakter. Das Lichtschwert halten so ist schon cool. Ja, ist schon cool. Ist auch gerade schon cool im Kampfstil. Ja, safe. Und das hat der Auserwählte. Kann ich nicht draufgehen? Kann ich heroische Stärke einsetzen? Nee, bestimmt, ja. So, wo geht's jetzt lang? Hier irgendwo, ja. Bist du gerade rein theoretisch eigentlich im falschen Schiff? Das kann schon sein. Ich hab das blaue gerade, ich hab das kleine eigentlich. Oh, jetzt sind Suchtdruide. Jetzt denken sich alle, oh, der krasse Meister Anakin. Und dann ist das gar nicht. Ah, die Suchtdruiden müssen wir töten. 5 Stück. Wenn du solche komischen Suchtdruiden siehst. Ich guck mal. So, wo ist hier die Pumpe? Da bist du. Da bin ich. Ach komm, hier rechts kann man reinlaufen. Na, ich suche hier mal noch weiter. Guck du mal, was da ist. Ah, das scheint mir richtig zu sein, wo du bist. Da muss man auch die Macht benutzen und alles. Ja, ja. Ich sammle hier mal ein paar Dinger. Wir wollen ja auch mal hier Fahrer Jedi kriegen. Obwohl, das schaffen wir schon wieder nicht. Oh, warte mal, hier war ein Minikit. Kriegt das? Das ist nur der Scheibe hier dahinter. Ist ein Minikit bei mir. Bis ich da rankomme. Vielleicht jetzt muss man dafür die Dinger töten dann. Hab die Pumpe aktiviert. Nice. Ich muss echt sagen, es ist angenehmer so zu spielen. Mit den Kameradingern, ne? Ja. Ja, Mann. Das ist echt gut. So, jetzt haben wir ja alle, ne? Jetzt können wir weiterfliegen, glaube ich. Theoretisch. Ja, ich glaube auch. Dann hole ich mir mal ein blaues Kanonenboot diesmal. Guck mal, da sind auch verschiedene Zeichen drauf. Hier ist dieser von Jabba. Der kowakianische Echsenaffe. Ja, ich weiß, wie die heißt. Das triggert mich so maximal, dass du es echt weißt, ey. Ich weiß sogar, wie der von Jabba heißt, mit dem Rand, mit Nein. Namen. Der heißt Delicious B. Crumb. Da ist er! Der pennt da.
Hatten wir alle Kommandodruiden eigentlich jetzt gerade? Nee. Ich habe aber auch keinen mehr gesehen. Ich auch nicht. Oh, der Traktorstrahl. Okay. Müssen wir jetzt weiter nach rechts oder nach links? Weil es wird links angezeigt. Ja, ich blick auch nach links gerade. Okay. Da bräuchte man so Bomben hier. Ah, hier muss man landen, okay. Ich bin aber auch gleich da. Padawan, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. So, hier runter. Irgendwas umgebaut mit der Macht. Hier kann man was machen. Ah, ich glaube, da kommen gleich Bomben raus, oder? Diese Torpedos da, ja. Ah ja, da können wir jetzt die Mission da oben machen. Okay, dann wieder ab ins Kanonenboot. Ja, ich habe gar keinen mitgenommen. So, jetzt. Ich habe einen down. Ah, nice. Waren doch schon alle, okay. Yeah. Oh, aber der Hangar brennt. Könntest du einfach Y drücken in der Nähe, dann fliegt er da rein. Ach so. Super Kampfdruiden. Sie sind einfach überall. Oh, jetzt blaue Münzen, die nämlich, dass wir nicht hingehen. Oh. Er kann sogar das Lichtschwert werfen. Halt mal X gedrückt bei dir. Kannst du das auch? Warte mal. Nee. Wie macht er das dann? Aber du kannst ja auch irgendwas auf X. Der macht dann so einen Schlagangriff bei dir irgendwie. Mir ist ein Schlagangriff. Ah, hier ist noch ein Zutroide. Da oben ist Sailor Secure. Ich hab noch einen, 2 von 5. Nice. Das macht doch nicht so viel Schaden, der Lichtschwertwurf. Kommt man da hoch? Nee. Oh, ein Charger. Echt so? Gibt's wieder hier zum Hochspringen? Bräuchte man wahrscheinlich, oder? Da ist sogar ihr Commander dabei. Ah, oh, jetzt kannst du es vielleicht. Ja. Wie er jetzt noch direkt den Charakter wieder umpickt, oder? Komm, Minister, du meinst. Das hätte ich sogar gewusst jetzt gerade, dass der Commander Bly heißt. Kann man irgendwas machen? Kann man noch was öffnen? Oh, da geht's sogar noch weiter, ey. Die Levels sind sogar richtig cool designt, ey. Ja, ja. Man braucht dieses leichte Open-World-Feeling hier in dem Game, aber in den vorigen Leveln. Es hat nicht so ein strikter Weg, den man folgen kann, sondern so ein bisschen links, rechts, nach hinten ein bisschen laufen. Das vielleicht cool. Noch irgendwo irgendwas für so ein Minikit? Wir haben noch gar keins gefunden, oder? Doch, eins war im Feuer. Gut, eins wird mit den Suchtruiden sein. Ey, hier oben ist ein da oben Minikit. Ist eins, ja. Kommen wir aber nicht hin. Ah, schade. Brauchen wir auch wieder einen Charakter, der relativ springen kann. Na, dann werden wir es wohl wieder so machen, dass wir erstmal hier so mehr oder weniger die Story quasi durchspielen und dann irgendwann können wir die ja noch sammeln. Schade, dass Ayla nicht zwei Lichtschwerter hat. Das wäre auch cool, ja. Jetzt haben wir noch gar keinen gesehen, der zwei hat, ne? Außer General Grievous vielleicht. Ja, aber auch stimmt. Nur in der Zwischensequenz kurz. Ja. So, drücken. Oder war auch nur nein! Heidekreide, mach's gut! Was? Mach's gut, Tompi. Ich hole mir jetzt ein Kanonenboot. Ach ja. Was soll das den denn? Formen macht man einfach abgehauen. Commander Bly wird einmal zurückgelassen. Ihr kriegt das Schiff, Tompi. Ich hoffe, das explodiert jetzt nicht, ey. Mach's gut. Was ist denn hier eins? Die sind weg, die Kanonenboote. Okay, schade. Soll ich probieren, ob ich bei dir im Hangar landen kann? Ja, versuch mal. Aber sie wieder zurückfliegen. Aber die waren doch hier, die sind einfach weg auf einmal. Na, ist so. So, hier geht langsam alles hoch.
Hol mich ab! Ich kann ja nicht landen. Soll irgendwie noch gehen. Nee, geht nicht. Kannst du echt nicht? Kannst du irgendwie... Na, ja, da rein kannst du auch nicht mehr, ne, da hinten. Nee. Ja, dann flieg mal nach links, mal gucken, was du da machen musst. Gespannt. Du machst es auf dem Schiff, reparierst mal. Ich sammle hier noch so ein paar Sachen und guck mal, ob man hier noch was finden kann. Stimmt. Da vorne musst du noch kaputt machen. Wahrscheinlich ist es auch das letzte. Und boom. Konnten die den Traktorstrahl auf eine ganze Venator-Klasse einsetzen? Scheint so, zumindest wenn die da mehrere machen irgendwie. Jetzt musst du da rein. Als ob ich da jetzt nicht hinterher gebeamt werde. Na doch, wahrscheinlich jetzt. Uff. Ach komm, du bist doch wirklich in dem Schiff jetzt gerade nicht mit dabei. Ja, ist echt so. Soka schüttelt immer nur den Kopf. Jawohl, Level abgeschlossen. Kriegen wir die jetzt, die Ayla Secura auch? Ja, toll. Mann. Und Commander Bly. Ah, wir haben immer noch nicht Yoda. Was soll denn das, ey? Das ist echt so. Und das republikanische Kanonenboot. Da gibt es noch einige. Den Kreuzer? Den kriegen wir nicht. Hat Novara Jedi geschafft? Ne, den haben wir nicht bekommen. Ne. Ah. 133.000 Steine. Sehr schön, aber kein einziges Minikit gefunden, ey. Na, ist so. Uff. Das ist dämlich teilweise. Wie der nur seinen Kaffee trinken will. Ja, Mann. Uff. 8% haben wir jetzt schon. Sehr gut, liebe Leute, aber dann würde ich sagen, wir hören hier an der Stelle tatsächlich auch mal wieder auf und machen dann beim nächsten Mal mit der nächsten Mission weiter. Das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao. Haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.